Denkt ihr euch auch, Reisen wäre gar nicht verkehrt und ihr sitzt nur in eurem Zimmer rum? Naja, dann könnt ihr auch ganz schnell einfach nach Tokio gehen, um genau zu sein, zu dem Tokio Dome und könntet dort am Event teilnehmen, und zwar The Legend of the Duelist. Und jetzt fragt ihr euch, was erzählt der Junge da eigentlich? Naja, ganz einfach, ihr könnt genau so etwas gewinnen. Denn ihr könnt von Konami ein Ticket kriegen, womit ihr dann beim Event The Legend of the Duelist teilnehmen könnt. Und der Trip dorthin wird euch komplett bezahlt. Heißt, keine Kosten und ihr könnt eben an Event teilnehmen. Doch jetzt gibt es natürlich zwei Fragen. Zunächst einmal, wie kann man eigentlich gewinnen? Und die andere Frage ist natürlich, was ist überhaupt The Legend of the Duelist? Diese zwei Fragen werden wir beantworten. Zunächst einmal, was ist das Ganze? Und da gucken wir uns einmal hier eben diese Seite an und da sehen wir eben, das ist das Logo von Legend of the Duelist. Ist eben natürlich zur Feier des 25-Jährigen. Dementsprechend haben wir hier eben hier auch das 25-jährige Logo. Ja, das ist der Tokyo Dome, habt ihr ja eben auch gesehen. Und ja, der Tokyo Dome, dort wird das Ganze stattfinden. Ist halt eine Riesenhalle. Und was findet dort statt? Naja, zunächst einmal, wir können erstmal rein. Also wir brauchen ein Ticket, um dort reinzukommen und ihr könnt eben eins gewinnen. Und so geht das Ganze eben. Also könnt ihr dann eben dort teilnehmen und eben dort reingehen. Das Ganze ist Samstag und Sonntag, bedeutet also ein Zwei-Tages-Event. Ja, ist ziemlich nice. Öffnungszeiten stehen ja auch, aber wird man natürlich dann mitkriegen, wenn man eben teilnimmt. Doch, was gibt es dort? Zunächst einmal, es gibt, ja, zwei mega nice Karten, und zwar einmal Dunkler Magier und Bläugiger Weißer Drache mit den Tokyo Dome im Hintergrund. Um genau zu sein sogar, links und rechts vom Tokyo Dome. Bedeutet also, wenn man die zwei Karten hat und nebeneinander legt, dann sieht man eben den Tokyo Dome in voller Gänze. Ihr seht es natürlich hier auch, ne? Ja, ist einmal an Samstag und einmal an Sonntag. Also, ja, würden wir schon gerne haben, definitiv. Des Weiteren gibt es hier zum Abschluss irgendwie Wertprüfung. Also es gibt hier irgendwie noch geschätzte Gegenstände. Also lasst euch da überraschen. Aber was wird es auch geben? Ihr seht es hier schon, wir haben hier einmal mega, auf jeden Fall mega, mega alt. Hier einmal ein Reprint für 3000 Yen. Ja, natürlich, ne, ist natürlich ein Yen, ist ja auch in Japan. Wir haben hier ein spezielles Booster, was sehr interessant wird auf jeden Fall. Also wir haben hier Booster, aber wir sehen hier auch andere Karten, wie eben Playmat, Hüllen oder eben einfach, ja, hier auch Structure Deck gibt's auch, natürlich, ne? Außer Frage gibt es sowas. Des Weiteren gibt es natürlich hier, wie gesagt, die Promo-Packs, Promotion-Packs, um genau zu sein. Und die gibt es eben dort auch zu kriegen. Sind natürlich sehr nice, sind auch sehr begehrt natürlich. Immer Promokarten, ihr wisst es alle, ne? Sind sehr, sehr beliebt. Und jetzt fragt euch, okay, jetzt kann man da Sachen holen, jetzt kann man da irgendwie so, was für ein Event ist das? Naja, man wusste nicht genau, was es ist, aber jetzt gibt es eben neue Infos. Um genau zu sein, gibt es dort sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Das Ganze wird halt ein riesen Event werden und da gibt es verschiedene Sachen. Wir gehen einfach Stück für Stück durch. Zum einen, es wird sich unter anderem auch duelliert. Ja, Duelle sind dort eben möglich. Ja, wir sehen hier auch, wie gesagt, Yu-Gi-Oh! Rush Duel, aber auch Yu-Gi-Oh! OCG wird es ebenfalls geben. Dann ebenfalls wird es eine Art Kino geben. Bin ich sehr gespannt, wie das Ganze vor Ort aussehen würde. Dann, dann gibt es eine Quizmeisterschaft. Also Leute, frischt euer Wissen auf, wird es auf jeden Fall geben. Dann wird es natürlich einige Sachen geben, auch zum Anime. Auch nice. Zu den ganzen 8 Animes. Auch sehr nice. Dann ebenfalls dann zu den digitalen Titeln wird es vor Ort auch irgendwas geben. Also Duel Links und Master Duel natürlich. Und natürlich dann auch, ja, eine kleine Fotoecke wird es auch geben. Freue ich mich auch immer. Fotoecken sind immer nice. Also komm Leute, Fotoecken, Europameisterschaften und so gibt es sowas auch. Ja, und dann sehen wir noch Herausforderungen zur Rätsellösung, auch interessant. Aber das ist nicht das Ganze. Das Ganze sind so Sachen, die man halt machen kann, aber es wird natürlich auch eine Show geben. Ey Leute, was wäre denn so ein Event ohne eine Show? Und hier sehen wir das Ganze. Wir haben Gastauftritte, was sehr nice ist. Darunter auch viele Musiker. Das hier alles sind Musiker. Kann man vielleicht auch gesehen bei der Weltmeisterschaft 2023. Da sind die auch vertreten gewesen. Ja, und wie gesagt, Schauspieler und einige bekannte Persönlichkeiten. Und es wird ebenfalls Synchronsprecher geben, die ebenfalls da sein werden. Da bin ich gespannt, welche Synchronsprecher das sein werden. Vielleicht wird man auf der Bühne auch vielleicht das ein oder andere Duell sehen mit den Charakteren. Würde auf jeden Fall sehr interessant sein. Und das Ganze wird eben auf der Live-Bühne stattfinden. Also Live-Aufführung wird es hier geben. Und das heißt, man kriegt hier auch eine Show geboten, was auf jeden Fall sehr interessant ist. Und dann haben wir hier, ja, dass hier eben zusätzlich Kooperationen geplant sind, beziehungsweise hier auch Master Duel, das Ganze eben mit Promoted fürs Event. Bedeutet also auch im Master Duel wird man eben was sehen. Und dann sehen wir hier halt eben noch diverse Sachen, wie es allgemein ist. Aber insgesamt ist das Ganze das Event. Ja, das sind die Informationen, die ich euch jetzt hier geben kann. Wie gesagt, ihr habt Zugang zu exklusiven Produkten, was sehr nice ist. Also Promo Packs,
Let's go, aber auch hier, ne, natürlich dunkler Magier und weißer Draht. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Würde ich gerne auch eine Kopie von haben. Doch jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man teilnehmen? Wie kann man gewinnen? Wie kann ich nach Japan fliegen, kostenlos von Konami bezahlt und dann eben hier eben zum Tokyo Dome gehen und dann eben das alles erleben? Naja, ganz einfach. Ihr müsst natürlich an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wie geht das Ganze? Naja, und zwar, ihr müsst ein Foto machen von eurer Lieblings-Yu-Gi-Oh! Karte, um genau zu eurer Lieblings-Quantum Century Secret Rare und das Ganze dann eben posten. Unter anderem entweder auf X, damaliges Twitter, oder auf Instagram. Bedeutet, auf diesen beiden Plattformen könnt ihr das Ganze machen und ihr könnt es mit beiden machen. Also ihr könnt sowohl auf X als auch auf Instagram eben teilnehmen, aber pro Account natürlich nur einmal. Das ist natürlich sehr wichtig. Ja, und was müsst ihr da machen? Dann müsst ihr eben dieses Bild posten und sehr wichtig ist, ihr müsst natürlich noch taggen und zwar natürlich Yu-Gi-Oh! Card EU. Sowohl bei X als auch auf Instagram müsst ihr eben dann dementsprechend Yu-Gi-Oh! Card EU taggen. Sehr wichtig. Und ihr müsst einen Hashtag benutzen. Doch, auf welchen Hashtag müsst ihr benutzen? Naja, ganz einfach. Ihr müsst einfach, ich blende dem auch ein, diesen Hashtag benutzen und zwar Yu-Gi-Oh! 25 Tokyo Dome, also natürlich den Hashtag. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann habt ihr automatisch teilgenommen eben an dem Gewinnspiel und könnt eben dorthin fliegen. Doch es gibt noch ein paar Informationen, die vielleicht wichtig sein können und zwar, von wann bis wann geht das Ganze? Naja, von 0 Uhr den Samstag, dem 4. November wird das Ganze starten und geht dann eben bis zum 23.59 Uhr zum Freitag, den 10. November. Bedeutet nicht so viel Zeit, eben teilzunehmen, aber es geht ja um etwas ganz Besonderes. Und auch noch sehr, sehr wichtig ist natürlich, lest euch die AGB durch. Bedeutet also, ja, seid ihr zugelassen, also könnt ihr auch teilnehmen, also AGBs durchlesen, sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr eben den Ansprüchen erfüllt, dann könnt ihr eben teilnehmen und könnt eventuell eben diese Reise gewinnen. Und wie gesagt, diese Reise ist einfach eben nach Tokio fahren, dann eben bei diesem Event teilnehmen und wieder zurück. Und das alles ist für euch kostenlos und ihr könnt sogar noch einige Sachen mitnehmen, die wirklich, wirklich nice sind. Und ja, und mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht mitgeben, denn das sind alle Informationen, die ihr haben solltet, um eben Interesse haben zu haben, dass ihr eben in diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Also, nehmt am Gewinnspiel teil. Ich wünsche natürlich jeden einzelnen von euch da sehr, sehr viel Glück. Und wer weiß, vielleicht gewinnst ja du. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.